Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu noch mehr Assassin's Creed. Wir haben noch zwei Ziele vor uns, glaube ich. Ich glaube, Al-Mualem hat uns zwei weitere Ziele gegeben und es wird Zeit, sich um die jetzt mal zu kümmern. Denn wir gehen langsam aber sicher ein bisschen auf das Ende des Spiels zu. Wir haben jetzt schon was von den Templern gehört und wir haben den Edensplitter gesehen. Und diese beiden Worte sollen noch wichtig werden für den Rest von Assassin's Creed. Jetzt werden wir uns erstmal hoffentlich teleportieren. Genau, fangen wir doch mal mit Damaskus an. Gehen wir direkt ins Büro und schauen wir mal, was der dortige Rafik für uns hat. Ein weiteres Ziel wahrscheinlich. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Aha. Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen oder ihn zu Boden werfen. Die Beine brechen. Ja. Okay, schauen wir mal, was der dortige Rafik zu sagen hat. Hallo. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Mhm. Ist es so. Ich war schon immer voller Tatendrang. Okay, diesmal habe ich mir die Himmelsrichtung mal gemerkt. Er hat gesagt südlich. Ich sehe nämlich auf meiner Karte momentan gar nichts. Obwohl ich in allen Städten meine, dass ich zumindest mal... Was tut er da? Dass ich zumindest mal ein paar oder relativ viele Aussichtspunkte bereits erkundet habe. Aber trotzdem sehe ich auf meiner Karte momentan noch nichts. Aber das wird sich eventuell gleich ändern, wenn ich mir vielleicht diesen Aussichtspunkt ranhole. Wie viele brauche ich denn diesmal? 3 Nachforschungen werden benötigt, um das Attentat zu starten. Okay. Ich dachte mir, vielleicht geht es irgendwann mal auf 4 hoch. Ah, es kommen ja noch ein paar Tode. Oh nee, jetzt schießen sie mich wahrscheinlich gleich runter, oder? Ja, und gleich ballern sie mich runter, oder? Nee, jetzt habe ich nochmal kurz einen auf Gelehrter gemacht. Wurde vielleicht eventuell der Timer zurückgesetzt, aber es könnte sein, dass sie mich jetzt gleich darunter ballern. Nee, abs, das war knapp. Puh! Ah, das ist wahrscheinlich nicht südlich genug. Ich wäre wahrscheinlich... Obwohl, viel südlicher geht's gar nicht mehr. Da gibt es noch einen anderen Aussichtspunkt, aber viel südlicher kann ich gar nicht mehr gehen. Das ist vielleicht das Gebiet, was vorher abgeschlossen war. Also durch diese Barriere geschützt war. Okay. Das ist glaube ich, irgendwas schnell. Also da oben wird jetzt wahrscheinlich ein Typ stehen, der mir sagt, hey, renn mal dahin und du hast, keine Ahnung, eine Minute Zeit oder so. Zumindest sieht das Zeichen danach aus. Mal gucken, was es ist. Vielleicht sollte ich vorher nochmal schnell den anderen Aussichtspunkt... Ja, ich glaube, ich hole mir vorher... Soll ich mir den... Weil je nachdem, wie weit der mich jetzt wegschickt, ich hole mir erst den anderen Aussichtspunkt schnell. Weil wenn der andere mich jetzt... Ups! Wenn der andere mich jetzt nämlich kilometerweit hier wegschickt, dann ist es jetzt ein bisschen blöd. Ja, die gehen mir jetzt ein bisschen auf die Nerven, aber ich hole mir mal kurz den Aussichtspunkt da oben. Ich muss mal schnell schauen, wie ich da jetzt am besten hochkomme. Gleich bin ich ganz oben, weil ich würde den halt lieber vorher noch machen. Ich denke mal, da er von südlich gesprochen hat, werde ich hier wahrscheinlich richtig sein. Und dann kann ich auf der Karte gleich noch ein bisschen mehr aufdecken, schätze ich mal. Wenn ich jetzt Glück habe, sind jetzt alle 3 Dinge direkt auf der Karte. Mal schauen. Das wäre mal richtig schnell. Bam! Und es ist... Okay, wenigstens ein weiteres. Das Zeichen kenne ich allerdings gar nicht. Das Zeichen, was mir jetzt gerade angezeigt wird. Ja, wenn ich hier runterspringe, sterbe ich wahrscheinlich. Okay, er hat ja gesagt, südlich vom...
Von Büro und östlich davon. Aber was das da für ein Zeichen ist, werde ich rausfinden. Nein, schmeiß mich da nicht runter. Nein! So. Ihr werdet mir nicht entkommen. 2 Sekunden später tot. Verliert die nicht! So, schnell mal da rein. Oh nee, jetzt haben sie mich doch noch erkannt. Kann ich das beginnen, während ich nicht untergetaucht bin? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann mache ich die mal schnell weg. Komm, lass mich in Frieden. Ich will nur die Mission starten. Oh. Ja, hast du gut gemacht. Komm. Oh, jetzt kommen sie alle her. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur attentatisieren. Irgendwie schießt da jemand mit Pfeil und Bogen auf mich, glaube ich. Es gibt keinen Ausweg, er ist am Ende, echt. Ich fühle mich gar nicht so, als wäre ich am Ende. Vielleicht geht's nur mir so, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass ich am Ende bin. Kommt her! Ich würde so lachen, wenn sie mich runterschmeißen. Da kommen immer mehr. Ich glaube aber, dass irgendwann, wenn genug Leute tot sind, dann laufen sie, glaube ich, weg. Komm, töte ihn, während er am Boden liegt. Das ist super. Na? Ich glaube, mit zunehmendem Spielfortschritt werden die irgendwie stärker. Dann kann man sie nicht mehr so gut kontern. Läufst du jetzt weg, oder? Ja, danke. Keine Sorge, ich lass dich leben. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ja? Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Eigentlich schon. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Okay. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nee. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Mach ich. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. 1,5 Minuten. Ich hätte oben bleiben sollen. Geht mir aus dem Weg, ihr blöden Bürger. Ich hätte oben bleiben sollen. Ja, knapp 15 Sekunden weg und ich habe noch kaum einen Meter Fortschritt gemacht. Ja, das könnte eng werden. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, lauf, 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 lauf. Komm, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Fortschritt machen. Eine Minute noch für 120 Meter, das ist aber machbar. Komm, komm, hoch, 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 hoch. Ja, das klappt schon, das klappt schon. Okay, dann kann ich gleich mal, jetzt bin ich nämlich in östliche Richtung gelaufen. Wenn ich mir den Brief, dann kann ich vielleicht gleich da den Aussichtspunkt nehmen. Und dann habe ich hoffentlich gleich alles auf der Karte hier entdeckt. Da hinten ist er schon, wunderbar. Und zack, 30 Sekunden hatte ich noch. Nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Mhm. Jetzt kann hier bin ich. Zurück nach Masyaf. Jo. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Warum zum letzten Mal? Was ist denn das bitte für eine Einstellung? Puh, lächerlich. Okay, du gehst erstmal weg. Ja, das können wir ruhig mal offen. Das können wir ruhig mal offen machen. Verdammt, ich dachte es mir. Ja, das war ein bisschen zu auffällig, als dass er mich jetzt gehen lässt. Egal, nichtsdestotrotz sollte ich es lebendig hier hochschaffen. Und dann synchronisiere ich das mal. Weil jetzt bin ich nämlich östlich vom... Jetzt bin ich östlich vom Assassinenbüro. Ich glaube also, dass es hier irgendwo auch noch was geben sollte. Dann kann ich hier gleich die nächste Nachforschung anstellen. Ah, einmal da hoch. Einmal darüber. Bitte, bitte schießt mich jetzt bloß nicht runter. Ne, jetzt habe ich's. Ich habe ein gutes Gefühl. Und? Rein, din. Nein. So viel zum Thema, ich habe ein gutes Gefühl. Verdammt nochmal. Okay, egal, dann suche ich halt mal ein bisschen. Oh, da hinten wird eine Frau bedrängt. Und was macht man, wenn eine Frau in Not ist? Man guckt schnell in die andere Richtung und haut ab. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Tschüss. Ich habe damit nichts zu tun. Kann ich bei dir eine Befragung starten? Nee, kann ich nicht. Okay, dann hole ich mir mal noch den Aussichtspunkt und wenn da nichts ist, dann gehe ich mal los Richtung... Ihr wisst schon. Richtung dem anderen Zeichen da auf meiner Karte. Bin mal gespannt, was das ist. Sieht halt aus wie, keine Ahnung, Informationssymbol, aber ich weiß nicht, was das ist. Gucken wir mal. Jetzt hole ich mir erstmal schnell den Aussichtspunkt. Bitte schieß mich nicht runter, bitte schieß mich nicht runter, bitte schieß mich nicht runter. Komm, Alter, jawohl. Das wär's.
Weißt du, da kletterst du eine halbe Stunde nach oben und dann so 2 Meter, bevor du oben ankommst, kriegst du einen Pfeil in den Rücken, fliegst runter und darfst alles nochmal nach oben kraxeln. So. Ja, ich hatte gerade eben schon ein gutes Gefühl und ist nichts geworden. Und? Und, nö, das sieht auch nicht gut aus. So, jetzt gehe ich mal zu dem Symbol und schau mal, was das ist. Gib mir mal aus dem Weg, ihr blöden Bürger. Los, gib mir aus dem Weg. 100 Meter noch. Finden wir es raus. Wohin mag er verschwunden sein? Hier bin ich. Tja, da wird schon wieder eine Frau belästigt, aber das ist mir nach wie vor ehrlich gesagt ziemlich egal. Tut mir leid, Mädel, aber... ich kann ihr leider nicht helfen. Oh, nicht die! Geh mir aus dem Weg. Tut mir leid, aber die regen mich wirklich auf. Die haben mir das letzte Attentat schon versaut. Synchronitätsverlust, ich weiß. Aber die haben mir das letzte Attentat schon versaut. Ach, es ist mir nicht erlaubt, hier zu sein. Mal schauen, was das ist. Altair, ja? Euer Name ist in aller Munde. Und okay. Inzwischen spricht man sogar gut von euch. Oh. Wenn ihr euch wahrlich so geändert habt, ja? Wärt ihr dann bereit, mir einen Gefallen zu tun? Kommt drauf an. Zubair hat einige Händler angeheuert, um die Bürger auszuspionieren. Sie bekommen Gold, wenn sie ihm Namen nennen. Okay. Ihr tätet der Stadt einen großen Gefallen, wenn ihr diese Händler finden und ihre Stände zerstören würdet. Das Stände? Sollte ihnen Einhalt gebieten. Was, Stände zerstören? Was ist denn das für ein Auftrag? Okay, zerstören Sie 3 Marktstände. Boah. So, hier ist irgendwo ein Marktstand. Drücken und halten Sie Umschalt greifen, wenn Sie jemanden im Stand zu zerstören. Was? Was? So und dann... ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich's. Alles klar. Jetzt habe ich's verstanden. Komm. Schnapp dir den Bürger und schmeiß die da rein. Genau. Was? Ich bin tot? Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge um einen. Hä? Hat mich gerade zufällig der Marktstand getötet? Stand ich da vielleicht drunter? Weil normalerweise, die treffen mich schon hin und wieder mal, aber so schnell dürfte ich im Kampf eigentlich nicht sterben. Ich glaube, ich wurde gerade von dem runtergefallenen Marktstand getötet. Nicht schlecht. Ich laufe mal schnell zurück zu dem und, starte die Mission mal neu. Okay, aller guten Dinge sind 2. Okay, geht er mal runter. Zack. Oh, okay, jetzt habe ich ihn zerstört. Diesmal haben aber die Wachen nichts gegen mich. Am Anfang hatten die Wachen was gegen mich. Was? Nimm doch mal, steh doch mal auf. Verdammt nochmal. Steh doch mal auf, ich brauche euch. Das ist keiner der Steine, die ich töte. Wie soll ich denn hier jemanden nehmen? Moment mal, kann ich auch den Verkäufer nehmen und den einfach... aber dann stehe ich auch wieder drunter. Kann ich den einfach nehmen? Jawohl. Okay, jetzt haben sie was gegen mich, das ist mir aber egal. Das sollte ich schon packen. Ich glaube echt, dass ich vorhin nur vielleicht gestorben bin, weil die mich... Verdammt, wie mache ich den jetzt kaputt? Sie müssen anonym sein, um Informanten als Ziel zu erfassen. Ich will keinen Informanten als Ziel. Oh nee, das wird wahrscheinlich wieder schlecht. Ich sollte vielleicht vorher die ganzen Wachen mal töten oder so. Weil wie soll ich jetzt den Stand zerstören? Kann ich auch einen der Wachen nehmen und den da reinwerfen? Wahrscheinlich schon, oder? Das sind aber so viele. Jetzt ist der Stand doch kaputt. Es ist gar nicht so leicht, hier jemanden zu nehmen. Komm, nimm den mal. Ja, hör auf mich zu schlagen. Nimm den mal. Ja, nimm den mal. Okay, ich sollte zumindest mal meine Waffe ziehen. Nimm den mal. Du musst doch nur irgendjemanden nehmen und den da reinwerfen. Ist das jetzt euer Ernst? Komm, irgendjemanden. Du. Ich kann die nicht gescheit greifen. Komm mal her. Komm her. Ich kann die nicht greifen. Geht doch jetzt mal weg, ihr blöden Wachen. Okay, das ist aber der letzte Stand, den ich brauche. Kann ich den da mal nehmen? Vielleicht geht es nur bei demjenigen, den ich gerade anvisiert habe. Also den da zum Beispiel.
Ja, das Problem ist, die Wachen kontern mich halt alle. Aber die Wache dahinter ist eventuell eine... Der da. Der ist, glaube ich, keine so starke Wache. Jawoll! Oh, und das muss ich jetzt in der Zeit noch schaffen, anonym zu werden, oder was? Ja, in 30 Sekunden wird das natürlich nix. Was? Die haben mich doch... Okay, jetzt habe ich es aber verstanden, wie es funktionieren soll. In den 30 Sekunden kann ich nicht mehr anonym werden. Nur weil ich ein paar Marktstände kaputt gemacht habe, werde ich jetzt hier nicht an... Oh Gott. Ja, das würde... Das reicht nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe es versaut. Hier oben ist aber ein guter Punkt, um anonym zu werden. Theoretisch. Also jetzt habe ich es wieder versaut, aber ich probiere es dann gleich nochmal. Ja, tauchen Sie unter und dann probiere ich es gleich nochmal. Aller guten Dinge sind wohl doch drei. Jetzt sind zumindest mal... Jetzt probiere ich es gleich das dritte Mal. Jetzt sind aber zumindest mal die Wachen weg, die hier diesen Dieb hatten. Also eventuell... Ich glaube, das waren die Wachen, die mich gerade eben angegriffen hatten. Jetzt gucke ich mal, wenn die weg sind, vielleicht wird es dann leichter. Nee, der ist direkt wieder... Der wurde direkt wieder reingespawnt. Ja, der wurde direkt... Ja, der ist direkt wieder da. Das heißt, der soll hier sein. Aber ich kann ja überhaupt nicht... Ich kann ja überhaupt nicht unsichtbar werden dann. Ja, das... Moment, vielleicht schaffe ich das einfach schnell genug. Werde dann... wieder... Ich glaube, ich kann es schnell genug schaffen. Wenn ich... wenn ich die jetzt hier noch jemanden reinwerf und dann einfach versuche, unsichtbar zu werden. Da wir das schon mal gesehen haben, glaube ich, ich kann das jetzt mal einen Ticken schneller machen, weil ich muss jetzt hier ein paar Mal gegen die ganzen Leute kämpfen und dann, sobald ich es hab, sehen wir uns wieder, weil das kann eine Zeit dauern. Ich glaube, die Mission wird ziemlich nervig. Die Mission wird, glaube ich, ziemlich nervig. Oh, diesmal sieht's besser aus. Diesmal sieht's besser aus. Ich bin untergetaucht, alle drei Marktstände kaputt. Das lief jetzt... Es hat ein paar Minuten gedauert. Aber ich glaube, jetzt bin ich safe. Jetzt sollte ich safe sein. Jetzt muss ich nur noch da hochkommen. Wo geht's denn hier am einfachsten hoch? Jetzt muss ich nur noch da hochkommen und das Ding abgeben. Oh, komm, hau ab. Ich töte den gleich. Von wegen keine Unschuldigen töten. Wenn ich Unschuldige töten müsste, dann werden Unschuldige getötet. Mann, was eine geile Mission. Ich wurde natürlich wieder mal entdeckt, aber... Hauptsache, das Ding ist erledigt. Diesmal lief es zum Glück ein bisschen besser. Ihr habt heute eine gute Tat getan, Altair. Im Austausch dafür teile ich mein Wissen mit euch. Dankeschön. Euer Ziel ist vermutlich ähnlich gekleidet wie seine Anhänger. Aha. Aber ich weiß, woran ihr ihn erkennt. Aha. Er trägt gern goldene Roben und hat immer einen großen Beutel bei sich. Findet ihn, Bruder. Lasst ihn bezahlen. Naja, wenn er gern goldene Roben trägt, dann kleidet er sich wahrscheinlich nicht so wie seine... Wie seine Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da 1000 Leute mit goldenen Roben rumlaufen. Also ich denke mal, der sollte einfach zu entdecken sein. So, jetzt fehlt mir nochmal ein weiterer... das Assassinenbüro ist hier und er hat gesagt, im Osten davon. Also eventuell muss ich hier mal hin oder so. Ich gehe mir mal schnell den Aussichtspunkt holen. Und gucke mal, ob der mir vielleicht irgendetwas preisgibt. Zumindest ist das schon mal östlich vom Assassinenbüro. Und er hat gesagt, ich soll mich östlich in der Nähe von dem Hospital umschauen. Ich glaube, es war Hospital. Ich sehe jetzt zwar kein Hospital in der Nähe. Ich wüsste doch nicht, wie das aussehen soll, aber... Vielleicht habe ich ja Glück. Nö. Es ist halt absolut gar nichts in der Nähe. Nicht mal irgendwelche Bürger befreien oder so. Das heißt, ich gucke mir mal den nächsten Aussichtspunkt an. Und hoffe mal auf eine weitere Nachforschung, die ich hier betreiben kann. Ich meine, irgendwann sind alle Aussichtspunkte der Stadt weg, also irgendwann muss ich mal aus Versehen in die richtige Richtung gelaufen sein. Nein! Suchen wir uns einen weiteren Aussichtspunkt. Oh, Moment mal, Taschendiebstahl. Ich töte den jetzt gleich. Zu weit entfernt, um Taschen... Wir haben den Ort gefunden. Ah! Genau wie ihr gesagt hattet. Und ich habe dich gefunden. Sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Komm her, lass mich dich beklauen. Eine sehr weise Entscheidung. Ich töte den Typen jetzt gleich. Offen gestanden. Dich. Ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Komm her. Bald, mein Freund. Bald. Sehr bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Dem Feuer? Junge, komm her.
Den muss ich beklauen. Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Gleich hat er nicht mehr. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Gleich hat er ihn nicht mehr. Ich töte dich gleich. Ohne Witz, du wärst nicht der Erste. Jetzt dreht er sich wahrscheinlich gleich. Ja, jetzt dreht er sich um und aufpassen. Jetzt, wenn er weitergeht, jetzt kann ich zu. Jetzt greife ich zu. Oh, nee, das war knapp. Ich warte nochmal, bis er sich nochmal umdreht. Musst du aufpassen, dass dich wie diese Verrückten jetzt nicht in die Waffen. Da ist er schon wieder. Ich töte diese Leute. Ey, ohne Witz. Die machen mich. Die machen mich ganz schön fertig hier. Okay, jetzt warte ich nochmal, bis er sich genau nochmal stehen bleibt und nochmal umdreht. So, und jetzt greife ich zu. Ganz unauffällig laufe ich hinter ihm her. So, jetzt greife ich zu. Zack. Alle Nachforschung beendet. 130 Meter zurück ins Assassinenbüro, kurz untertauchen und dann reden wir mal mit Rafik. Und sage ihm, dass ich alle Nachforschungen beendet habe. Und dass es Zeit wird für das nächste Attentat. Hallo Rafik. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Abwarten, ob ich die Ehre mache. Jetzt wird erstmal gepennt. Ups, darf ich noch gar nicht gehen? Okay, jetzt darf ich gehen. Schauen wir mal, ob das was wird. Bücher verbrennen kommt mir sehr bekannt vor. Ich denke hier an Assassin's Creed Brotherhood. Glaub, entweder Brotherhood oder ans Zweier. Aber ich denke hier an irgendein anderes Assassin's Creed, wo auch jemand durch die Lande gezogen ist und die ganzen Bücher verbrannt hat. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, was das war. Egal, gucken wir mal. Ich gehe mal hin und ups. Ja. Okay, so. Und jetzt gucke ich mal, was das für eins ist. Bücher verbrennen. Ich meine, ich bin jetzt zwar keine Bücherratte, aber hey. Moment, da darf ich gar nicht rein. Nee, Bücherratte ist, glaube ich, falsch. Bücherwurm, glaube ich, heißt es richtig. Anscheinend muss ich übers Dach rein, oder? Geh mir aus dem Weg, ihr fetten Bürger. Ich muss anscheinend über oben rein, oder? Zumindest sieht es danach aus. Du, Entschuldigung. So. Ja, ich soll lieber hier oben rein, schätze ich mal. Okay, jetzt geht's los. Okay, jetzt kann ich nicht mehr drüber springen. Muss ich wahrscheinlich den Weg. Fehler, Erinnerung wird momentan aufgezeichnet, aha. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein. Ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich.
dann folgt ihnen! Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Tja, das wäre der perfekte Moment für ein Luftattentat. Das ist der perfekte Moment. Okay, was? Meine Karte zeigt mir jede Menge Ziele. So weit kann er doch noch gar nicht gekommen sein, Alter, ihr. So weit ist er doch noch gar nicht. Okay, fangen wir mal an. Was ist denn hier? Was ist denn hier in der Nähe? Eigentlich ist alles in der Nähe. Ist eigentlich egal, welches mir zuerst gehört. Guck ich mir erstmal das da hinten an. Genau, das da unten. Was immer das auch sein soll. Okay, der muss erstmal weg. Hallo! Ist er das? Werft sie auf den Stapel vor mir. Es gibt ja leider irgendwie kein Luftattentat. Wäre Sünde. Erkennt und versteht die Wahrheit in meinen Worten. Das ist er aber nicht. Befreit euch von das ist er nicht. Ja, ich töte die jetzt mal, aber das ist er nicht. Es ist auch schon der Marker auf der Minimap ist schon weg. Das heißt, die werde ich jetzt zwar schnell töten, aber das ist er nicht. Das heißt, ich soll wahrscheinlich nach ihm suchen, schätze ich mal. Oh, warte. Erstmal dich. Und jetzt du auch noch. Komm her. Und tot. So. Das war er schon mal nicht. Das wäre auch zu einfach, oder? Wenn ich direkt beim ersten Mal direkt den richtigen erwische. Okay, gucken wir uns mal den nächsten möglichen Ort an. So. Wobei, vielleicht ist der Minimap-Marker auch schon verschwunden, als ich ihn hab reden hören. Da muss ich mal drauf achten. Mal schauen, wer ist das? Ist er das? Nee, der Minimap-Wacker ist weg. Ich laufe jetzt mal. Nee, den muss ich jetzt nicht töten. Eigentlich sollte ich alle töten. Schließlich versuchen sie, die ganzen Schriften kaputt zu machen. Schnell, 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 bevor dieser komische Bogenschütze dich trifft. Das war knapp. Hallo! Keine Ahnung, warum ich den jetzt unbedingt angreifen musste. Ich hätte einfach abhauen sollen. So, gucke ich mir mal die nächsten an. Ist er da unten vielleicht? Ist er das? Autsch. Bist du das? Hallo? Nee, das ist er auch nicht. Ja. Mittendrin, ohne jegliche Rücksicht auf den Assassinen-Kodex. Einfach runterspringen und den Kampf starten. Ist er das? Vielleicht könnte ich mal untertauchen. Ja, komm, geh da rein. Nein, das war zu spät. Eine Millisekunde zu spät. Ist er das da unten vielleicht? So wie der versteckt oder so wie der bewacht ist, könnte der es sein. Oder vielleicht ist es der allerletzte, den ich überprüfe. Schade, der sofortige Tod beim Konter funktioniert bei den meisten nicht mehr. Wahrscheinlich, weil sie jetzt einfach schon ein bisschen stärker sind. Im Gegensatz zu den Wachen, die ich halt am Anfang bekämpft habe. Bei einigen geht's noch, aber nicht mehr bei allen. Ich muss die jetzt eh mal loswerden. Sonst werden es irgendwann einfach zu viele. Komm her. Au. Schmeiß mich mal da runter. Das hätte ich jetzt verhindern können, dann, aber schmeiß mich mal da runter. Ist er das? Nee, das ist er auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle töten soll. Das Problem ist nur, in welche Richtung soll ich davonlaufen? Ja, komm, jetzt kann ich mal ein paar von denen hier töten, oder? Ja, das war ein schwerer Angriff. Hör auf, ihm in den Bauch zu schlagen. Stech ihm halt in den Bauch. Es ist viel effektiver, Alter, hier. Flieh, solange du noch kannst. Dasselbe wollte ich eigentlich auch gerade zu dir sagen. Ist es echt der allerletzte Ort, den ich überprüfe? Der richtige, Gegner. Ist es der hier? Oh, bitte lass mich in Ruhe, 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 danke. Ist er das? Haben
wir uns schweigend gefühlt. Das ist er auch nicht. Den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt. Ja, das ist er auch nicht. Schon lange zu Staub. Egal, vielleicht muss ich alle töten. Und warum? Jetzt endet dein Leben. So, komm her. Dann mache ich den. Ja, ja, okay, es ist tatsächlich der da hinten. Also entweder habe ich jetzt aus Versehen wirklich zuerst alle anderen gemacht. Oder es ist immer der Letzte. Aber ich glaube, ich habe gerade nur aus Versehen den allerletzten. Aber es war klar, oder Murphy's Law, ne? Du hast 6, 7 verschiedene Möglichkeiten und welches die richtige, natürlich die allerletzte, die du überprüfst. Wo ist er denn? Geh mir mal aus dem Weg. Ja, ist er das? Ja, das würde er wohl sein. Ich schätze mal nicht, dass mir meine Wurfmesser hier irgendwie weiterhelfen. Ja, das ist er, ich höre es schon. Das ist nur gerecht. Und aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Sieht er mich? Ja, das war ausnahmsweise mal ein gutes Attentat. Mehr oder weniger. Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Ja, dein Werk ist vielleicht noch nicht getan. Schließlich denke ich mal, es gibt noch einige Bücher. Da ist er! Ja, die könnte ich jetzt zwar alle töten, aber nee. Ich werde jetzt mal versuchen, unterzutauchen. Sonst muss ich mich hier wieder eine halbe Stunde mit diesen Viechern rumschlagen. Ich sag immer Viecher, weil ich die ganze Zeit halt am Gothic spielen bin. Und da geht's halt meistens drum, irgendwelche Monster zu töten. Ah, das sind auch Viecher hier. Alles geht mir alle aus dem Weg. Ihr Mistviecher. Ein Mistvieh weniger. Schließlich passt der Satz immer, oder? Ein Mistvieh weniger passt immer. Auch wenn man irgendwelche Wachen oder Banditen oder sonst was tötet. Okay, 90 Meter ohne entdeckt zu werden. 90 Meter ohne entdeckt zu werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber man kann es mal versuchen. Darüber 50... 30. Oh, oder auch doch. Stirb, Dieb! Ja. So einfach kann es gehen. Hey, das war der erste, den ich mit einem heimlichen Attentat umgelegt habe. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Dann gehen wir doch mal zurück. Gehen wir doch mal zurück. Und sagen ihm mal, dass der nächste dahingeschieden ist. Dindl, din, din, din. Zurück zu Al-Mualem. Ich darf mich teleportieren, oder?
Jawohl, Erinnerung bis Masia vorspulen. Weil ich glaube, man könnte beides auf einmal machen. Ich könnte jetzt zuerst in die andere Stadt eventuell und könnte die nächsten auch noch umlegen. Aber ich gehe nach jedem Mal zurück. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Habt ihr gehört, wie ihr immer nur gesagt hat, der letzte Mann und der andere und zwei von... Oder einer von den Zweien ist tot und er hat nie wirklich Namen gesagt. Ich bin mir also relativ sicher, ich hätte genau dieselbe Sequenz bekommen, wenn ich mich zuerst um den anderen gekümmert hätte. Da hat sich also vermutlich nichts geändert. Hätte ich mich erst um den anderen gekümmert. So, wir sind mal wieder im Hinterhof, wir machen dann wieder Schluss, das nächste Attentat erledigt. Jetzt folgt nur noch eins und dann kommt Robert de Sable. Und dann wird sich mal die Story entfalten. Und dann wird rauskommen, was die ganzen Leute verbindet und was es mit dem Meister auf sich hat und all solche Sachen. Und diesen Eden-Splitter werden wir auch nochmal sehen, den der Meister in der letzten Folge in der Hand hatte. Auf jeden Fall machen wir hier Schluss, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann wird noch mehr gemordet. Hoffentlich wieder genau ähnlich... So unbemerkt wie... Also nicht wirklich unbemerkt, aber zumindest so ein bisschen versteckt wie heute. Nächste Folge geht's weiter. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.